Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Pilots Live V2 Video. Im heutigen Video wird es eine Menge geben. Unter anderem fliegen wir nach Graz in eine Orb X Premium Szenerie, die wirklich richtig, richtig klasse ist. Und selbstverständlich ziehen wir jetzt in der Folge 52 den Gewinner des Gewinnspiels aus der Folge 50, nämlich einer APL V2 Lizenz plus dem PA Add-on, wie schon in der Folge 50 versprochen. Und damit würde ich auch direkt losstarten. Wir gehen mal rein. Ich habe so einen, ich gebe zu, gratis Raffle Picker hier mal rausgesucht. Habe das YouTube-Video bzw. den Link hier schon mal eingetragen. Und wir klicken jetzt einfach mal auf Fetch. Er fragt jetzt, sollen wir irgendwelche Filter anwenden? Nein. Das Einzige, was ich rausnehme, sind Replies. Die sind von mir. Und es soll ja nur der offizielle erste Kommentar gelten und keine Duplikate. Und in dem Moment, wo ich dann hier auf Continue klicke, werden wir den Gewinner jetzt ziehen. Also, los geht's. 16 eindeutige Kommentare sind gegeben worden, also eine relativ gute Chance zu gewinnen. Und wir klicken drauf. Und gewonnen hat SimoGamer-MC mit seinem Kommentar. Mega cool, ich bin durch APL V2 auf dich aufmerksam geworden und bin tatsächlich stark im Überlegen, ob ich es mir kaufe. Mach auf jeden Fall weiter so. SimoGamer, herzlichen Glückwunsch. Ich gratuliere dir, du hast ab jetzt APL V2 und sogar das PA-Add-on dazu. Danke an Simbit World, dass sie uns dieses zur Verfügung gestellt haben und dass sie dieses Video bzw. das Video Nummer 50 unterstützt haben und damit auch den Kanal unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank. Und nochmal herzlichen Glückwunsch an TheMoGamer-MC. TheMoGamer oder SimoGamer, ich will es nicht falsch aussprechen. Jetzt müsstest du bitte Folgendes machen. Und zwar müsstest du mich im Discord anschreiben. Den Link dazu zu unserem Discord-Channel, wenn du ihn nicht schon hast, findest du in der Video, in den Kanaldetails. Und dort müsstest du mir bitte eine PM schreiben. Und dann machen wir einen ganz kurzen Check, dass du auch derjenige bist, der du vorgibst zu sein. Und wenn wir das gemacht haben, ne, dann brauche ich deinen SimMarket-Account. Und den gebe ich dann weiter an die freundlichen Jungs und Mädels von Simbit World. Und die schalten dann das Programm für dich frei. Also melde dich bei mir. Und solltest du dich nicht bis zur Folge 53 bei mir gemeldet haben, dann picken wir einen neuen Gewinner. Also, SimoGamer, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar und herzlichen Glückwunsch. Dann wollen wir uns ganz kurz mal die Infos zum heutigen Flug angucken. Wir werden von Frankfurt nach Graz fliegen, das habe ich ja schon verraten. In einem Phoenix A320. Ich möchte ein einziges Mal, und den fliege ich jetzt so lange, bis ich eine Landung mache, mit der ich zufrieden bin. Kann also ein paar Videos dauern. Wir werden von Frankfurt nach Graz fliegen. Relativ kurzer Flug in die Orb X Premium Szenerie vom LOWG Flughafen. 329 nautische Meilen. Nach aktuellem Stand ist Frankfurt Ground online. Dann würden wir den Start wieder mit Watsim machen. Und dann gucken wir mal, wie die Verteilung sonst ist. Ansonsten würde ich in Graz wahrscheinlich dann FSLTL anmachen. Genau. Ich würde sagen, ich dispatche jetzt, werde das Ganze, den Flightplan feilen und so weiter, was alles zu tun ist. Und wir sehen uns im Game wieder. Reingeladen im Simulator. Wir haben den Simbrief Dispatch. Und ich muss jetzt mal gucken, dass ich Watsim ein bisschen lauter mache. Wir sind connected mit dem VPilot Client. Hier ist auch ein bisschen was los. Ich freue mich. Und wir gehen erstmal rein in den Flieger und kümmern uns um die einfachen Dinge. Also, Overhead Panel bitte. Bringing the aircraft to life. Bed 1. Bed 2. External Power. ADRs. Left, right, center. Das machen wir, das machen wir, das machen wir. Nav Logo Master. Bisschen Licht. Das, das. Das, das, das und der Rest kann erstmal so bleiben. Flugplan habe ich hier schon reingeladen. Und wir würden jetzt einfach mal ESX aufmachen. Choke on.
EDDF-Gate A334. Sehr cool. Wo ist da alles steht. Gut. Also machen wir erstmal die wichtigen Sachen. Das haben wir schon mal gemacht. Also, die... witzigerweise passt das hier überhaupt nicht. 121.8. Achso, wir sind auf Unicom. Wir gehen mal auf 121.855. Das ist Frankfurt Ground. Zumindest hier laut meiner Anzeige. Und wir können in der MCDU schon mal ein, zwei Sachen einstellen. Init Request. Und dann sollten wir als allererstes GSX boarden lassen. Im Brief, okay. 5396, das passt. 165 Paxen passt auch. Dann gehen wir mal schnell hier hin. Zu Mass and Balance. Load Aircraft. GSX. Refueling truck is on its way. Sehr schön. Please don't load aircraft into the fuel. Bitte, Tuesday Golf continue, taxi by November East and November stand Echo 5 Alpha. So. Echo 5 Alpha, November East, November, Tuesday, Tuesday Golf. Hier ist sogar richtig was los, das ist total cool. Das passt alles. Der Fuel Truck wird wahrscheinlich auch nicht. Wer weiß, wo der jetzt herkommt. Also gehen wir nochmal in die MCDU. Flightnummer ist Deutsche Lufthansa. Unser Callsign ist 04 Whiskey. Kostindex auf diesem Flug 12. Cruise Altitude Tiefe 230. So, perfekt. Okay, init. Was haben wir? Dann Flight Plan. Hier erwarte ich eigentlich die Sint 3 Foxtrot Departure aus von der Runway 25 Center. Und denke, wir können ganz einfach mal fragen, wie es denn aussieht. Hier fährt alles weiter hoch. Company Message. Kurz gucken. Azu. C. Das auch und dann muss man einmal zoomen, dann geht das weg. Received Messages, Load Sheet, das ist das Pre-Limited Load Sheet, das vorläufige. Lufthansa 231 A320 stand 826, Information Foxtrot, QNH 1016, clearance to Vienna, departure is Sydney to Foxtrot. Die Departure kriegt er jetzt. 320 ist auch cool, ne? Gut, unser Stand ist A34. Können wir ihm gerne mitsagen. Und QNH tatsächlich macht Sinn, dass wir uns das schon mal einstellen. 1016. Sind die Catering Trucks. Wer jetzt immer noch nicht da ist, ist der Fuel Truck, ne? Ah. Kommt da hinten. Da kommt er, oder? Der ist losgefahren in Langen. Auch einen Moment hierher. Gut, Standby können wir noch schnell setzen. Central Charlie Hotel, no further DC online, Unicom 1-2-8. Und 16. So. Der Flughafen ist ja 364 Meter hoch. Dann passt das. So, ich guck mal ganz schnell, ob. Ja, meine Taste passt. Also, das ist auch in Ordnung. Ich check noch einmal ganz schnell doppelt, ob Strut noch der richtige ist. Ja. Ist noch richtig. Dann einmal ganz kurz räuspern. Und dann versuche ich das mal.
Frankfurt Ground, guten Morgen. Lufthansa 04 Whiskey, request IFR to Graz. Information Foxtrot, Stand A34, Airbus A320. Lufthansa 04 Whiskey, Frankfurt Apron, hello. Wir zu Graz, Cindy 5 Sierra Departure, Flatland Route. Club Wested 4000 feet, Squawk 1000. Oh, Lufthansa 04 Whiskey, climb Sint 5 Sierra Departure, climb to 4000 feet, Squawk 1000. Lufthansa 04 Whiskey, just make sure Cindy 5 Sierra and the rest is correct. Cindy 5 Sierra for Lufthansa 04 Whiskey, danke. So, Cindy 5 Sierra. Na gut, dachte ich, hätte ich gesagt. Ein bisschen gestammelt, ne? Ein bisschen gestammelt. So, ist der Kumpel da, der uns betankt? Lufthansa Cargo, 262 Heavy, ready for taxi. 5 Sierra, warum ist das jetzt nicht 3 Foxtrot? Ist das eine andere Bahn? Fragezeichen. Lufthansa Cargo 232, taxi to holding point, runway 18, by November 17, November. Roger, November 17, November 218, Lufthansa Cargo 232 Heavy. So, da ist unsere Strecke. Sind die Mission Foxtrot, die können wir rausnehmen. 06, clearance to Vienna, and the departure is Sydney to Foxtrot. Wie kann ich das denn? Sansa 231, cleared to Vienna, Cindy 5 Sierra departure, Flatland route. Macht wieder Sid Cindy 5 Sierra. Okay, wir gucken mal. Also, Sid, Cindy 5 Departure is going to be Sydney 5 Sierra and the squawk is 1000. Aha, andere Bahn. Wir gehen aus der Bahn raus. Also, unsere Bahn ist jetzt die Runway 18. Okay. Gucken wir hier mal über Amtix dann. Cargo 232, no further ATC online, Unicom 122, that's from the bye. Und dann Cindy. Roger 22.8, thank you very much. The ATC, what cut lanes? Im Cargo 232. Departure über die 18. Cindy 5 Sierra Departure. Insert. Amtix. Cindy und dann geht's weiter. LOWG. Ich gebe mal ein, was ich denke, was wir kriegen. Das ist dann auf die 34 Center, Abri 1 Mike, Insert, das, zap, 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 runter, ja, macht ja Sinn, macht ja absolut Sinn. So, hier haben wir eine Discontinuity, die ich jetzt erstmal schließe, in der Hoffnung. In der Hoffnung. Frankfurt Elbrun, gute. Die Lufthansa 478 Gate Alpha 23 with information Foxtrot on board. Request Alpha clearance to Destination Montreal. Ziba. Im besten Falle würde ich dein Ziba schon mal rauslöschen. Cleared Montreal, dann haben wir hier nämlich, entweder wir kriegen dann Radar Vectors oder nicht, das sehen wir dann, ob ATC online ist. So, Reset, wir gucken mal nach draußen. Der ist fertig, die sind fertig und so langsam könnten mal die Kollegen boarden. Da geht's auch los. Ein Passagier ist schon an Bord, wir gucken mal. Schönen guten Tag, hallo, willkommen an Bord. Moin, Grüße, hallo, cooler Rucksack, Vorsicht mit dem Kopf bitte, watch your head, ja, genau, kommt einfach rein, guten Tag, ist der Koffer auch groß genug? Ja, guten Tag, hallo. Noch, und entweder sie tauchen da auf oder hier, ne, das ist ein bisschen, guten Tag, Grüße, ja, Vorsicht mit dem Kopf, watch your head, nicht umrennen bitte, hallo, guten Tag. Jawohl. Okay, liebe Leute, lasst uns mal ein bisschen zusehen, dass wir hier in den Griff kommen. Also, ich starte schon mal die APU. Ich habe keine Lust, dass ich da nachher durcheinander komme. Wir machen auch mal
Das muss aber wieder hier hin. Lufthansa 231, requesting push and start. Sidestick fault calibrate null zones. Lufthansa 231, start up and pushback approved, face off. Was soll das jetzt? Face off, Lufthansa 231. Ich glaube, das ist kein Problem. Jetzt ist es auch schon weg. Also, Alt-Baro haben wir schon gesetzt. Constraints geht an, das geht auf 20. Das wird ein bisschen größer, das ist in Ordnung. Tikas. Squawk 1000. Und an. Machen wir das auch. Das ist auch okay, das ist auch okay. So, 38 Passagiere sind schon an Bord. Wie ist es mit... Achso, die sind noch nicht fertig, die fangen jetzt erst an, ne? Wetter hier in Frankfurt ist so mittelmäßig. Weil dieses ganze Vorgeplänke mit WATSIM und GSX und so macht es so cool. Ich kann das nur wirklich jedem empfehlen. Die sind auch alle sehr, sehr nett. Ihr merkt ja selber, ich mache einen Haufen Fehler. Ich lasse das auch drin im Video. Wenn man sich Mühe gibt und ein bisschen vorher informiert, ein bisschen natürlich diesen Test macht, sich die Sachen durchliest und dann einfach üben. Und dann ist man nach einer gewissen Zeit immer noch so schlecht wie ich. Okay, kein Thema. So, wir gehen rein. Das ist alles schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. So, 4000 drehen wir ein. Rest können wir noch nicht machen. Das ist in Ordnung. APU ist available. Dann machen wir ein bisschen die Klimaanlage an. Natürlich jetzt relativ früh. Started. Ich habe mal auf flightsim.to ein Profil runtergeladen für den Liga. Für den Asobo. Der ist ja, glaube ich, ein Asobo Premium ist das, glaube ich, hier, ne? Kann ich eigentlich auch irgendwas machen? Den kann ich runtermachen. Und achso, das ist ein Teil der Jetway, die hier in unserem Cockpit betrachtet. Das ist natürlich nicht so gut. Also die schreiben hier dieses bisschen anstrengend. Sam Mac Whiskey, guten Morgen. Startup at Pushback approved, face west. Startup push approved, facing west. Lufthansa 7 Mac Whiskey. Ja, und das ist alles in Ordnung. Das stellen wir gleich ein. Wir gucken hier nochmal raus. Einfach nur cool. Genau, mal gucken, was hier sonst noch so los ist. Hier steht eine Eagle, da steht eine Lufthansa ein ganz bisschen nah dran am Terminal. Hier ist noch eine Lufthansa. Ich parke ja gern hier in dieser Pocket. Hier ist eigentlich immer relativ viel Lufthansa. Hier geht es natürlich auch. Können wir auch parken. Jetzt für den Fall ist es gar nicht schlimm. Wir müssen ja dorthin. Also wir werden einen relativ einfachen Taxiway haben. Würde ich mal behaupten. Können uns schon mal überlegen. So, ich gucke jetzt Richtung Norden, also wir müssen das facing west wahrscheinlich machen. Dort. Lufthansa 478, standby, traffic pushing behind. Standby. So. 478. Hier drin ist ein bisschen ruhiger. Okay, also das machen wir wieder ein bisschen weg, das machen wir ein bisschen weg. Entspannt, ne? Entspannt ist das Ganze. 118 schon an Bord. Das brauchen wir alles noch nicht machen. Eigentlich ist so ein A320 relativ zügig hochgefahren. Ja, landen müsste ich den können. Hier schon so ein bisschen spielen? Ja. Das passt auf jeden Fall alles. Sehr gut. Okay. Hallo. Schönen guten Tag. Smoother Gang war das. Moin. Grüße. Bisschen anstrengend hier mit denen. Die chatten hier die ganze Zeit. Hallo. Oh, ein Gruppenticket. Guten Tag. Hallo. Bauchfrei ist wieder in. Lufthansa 231, Taxi to Holding Point, Runway 18. Cooler Pulli. So, und wenn jetzt noch hier Leute drin wären, ne? Die jetzt hier sitzen würden, das wäre so 10 von 10. Lufthansa 231, Taxi to Holding Point, Runway 18, via November. Was wir machen können, das wollte ich nicht. Taxi to Runway 18, via November. Ich wollte das.
So, the 478, give way to the 8320 Neo crossing from right to left. Thereafter, start up and push back approved, face south. Give way to the 8320 Neo from right to left. And then after that, push and start approved, facing south, Lufthansa 478. Und du. Und lädst du hier noch was? Kurze Frage, wegen dem Pushback für die Lufthansa 478, welche Area soll ich denn pushen? Also wenn du kannst, einfach nur face south, sonst kannst du Area 3 machen. Okay, danke dir. So, dann gucken wir mal hier. Also er wird uns November 7, November geben. Holding Point. Runway 18, also es ist eigentlich einfacher, könnte es gar nicht sein, ne? Dafür, dass der Flughafen so komplex ist. Ich hatte jetzt nicht Area 3 drin, aber geht für dich auch Area 2 klar? Ja, Lufthansa 478, ja, sollte auch hinhauen. So, gucken, was uns GSX dann vorschlägt. Boarding ist completed. Dismiss. Send to MacDo. Performance. H2, hier ist alles eingetragen. Sehr schön. Performance. Calculaten wir eben schnell. 25 Center, nein, wir gehen raus über die 1.8 Surface. Frankfurt Airport, hallo, Lufthansa 1 Whiskey Uniform Request Push and Start. Ist aber laut, ja, ein bisschen leiser. Lufthansa 1 Whiskey Uniform, Startup. Packs bleiben on, das vergesse ich sowieso. Startup Pushback geprüft, Facing South, Lufthansa 1 Whiskey Uniform. Und Send to MacDo. 13.30 muss da noch rein. Also Klappen 2, 13.30, Schräger 13.30, 13.30, so. 47.50, Flaps 2 down 04. Das können wir jetzt aber noch nicht machen, ne? Nein, das geht erst, wenn an ist. Okay, dann. Externe Power geht raus, Fuel Pumps gehen an. Und die Bridge, das geht alles automatisch weg. External Power, Seatbelt Signs gehen an. Und Lichten geht an. So, er wird jetzt das Departure Clearance, Interrupt Pushback, einfach nichts machen, ganz kurz. So, wir haben gesagt, Facing West wäre gut. Hier fällt alles weg. Hier ist die junge Dame. Insta hilft. Und wir warten, bis hier alles vorbereitet ist, bevor wir uns die Push and Taxi Clearance bzw. Pushback Engine Start Clearance holen. Gleich wird er uns fragen. Ich würde dann einfach schon mal Facing West angeben. Das dürfte sein. Können wir wieder raus. Dann können wir hier rein. Also die Integration von GSX in den Phoenix, tipptopp. Good, locking gear. Locking gear looking good. Einmal hochgehoben, das soll ja behoben worden sein, dass das jetzt auch was für alle so komisch aussieht, deswegen habe ich das wieder angestellt. Ich persönlich finde es nämlich echt cool. Das hat aber bei Watzim immer so einen Fehler ausgelöst. Nose, Tail, Left. Nose, Right. Tail, Left. Gut, die wartet jetzt auf uns, dann fragen wir mal. Lufthansa 04 Whiskey, ready for pushback and start. Lufthansa 04 Whiskey, startup and pushback approved, face west. Startup pushback approved, facing west, Lufthansa 04 Whiskey. Abbremse geht raus. Commencing push. All engines.
Ignition of start. Starting engine number 2. Ja, ich war kurz verwirrt. Es gab nur eine Option. Um ehrlich zu sein, habe ich gedacht, es gäbe zwei, aber die andere macht ja überhaupt gar keinen Sinn, in die andere Richtung zu pushen. Das wäre ja komplett sinnlos. Ja, die Engines sind irgendwie zu leise. Das ist jetzt die Geschichte von Phoenix selber. Und gleich hört ihr dann ja auch nochmal das Lufthansa-Safety-Video von APL. So. Parking Brake Starting Engine 1. Wir können hier nochmal die Company Message bestätigen. Accept. Was haben wir hier? Keine Kinder. Lufthansa 1 Whiskey Uniform Request Taxi. Lufthansa 1 Whiskey Uniform Taxi via November 8 Blue. November 8 Hotshot. Sehr gut. Taxi via November 8 Blue, November 8 Hotshot, November Lufthansa 1 Whiskey Uniform. So, Engine Number 1 starting 2. Locktime vergessen. Kein Problem. Der fährt weg. Fraport auch so cool. Gucken, wie sie sich hier verteilt haben. Ah ja, Mittelplatz, ne? Episch. Er sitzt am Gang, da hätte ich mich ans Fenster gesetzt. Ansonsten doch recht voll die Bude. Left is clear, right is clear. Wir haben einen guten Engine Start. After Start Checklist. Da ist unser PIN. Ignition geht wieder auf normal. Wir gucken einmal nach dem PIN. Jawohl, winke, winke. APU bleed aus. APU aus. Strobes of Auto. Taxi Lights on. Den Rest brauchen wir nicht anlichtern. Auto Brake geht auf Max. Flaps gehen tatsächlich dann auf 2. Zack. Ground Spoiler ist arm. Pitch Trim 0,4 down. So vielleicht. Passt schon. Cockpit Door Lock. Und wir sind ready for Taxi. Lufthansa 04 Whiskey, ready for taxi. Lufthansa 04 Whiskey, taxi via November 7, hold short of November. Taxi via November 7, hold short of November, Lufthansa 04 Whiskey. Lufthansa 1 Whiskey Uniform, give way to the Boeing 787, crossing from left to right. Einmal ganz kurz gucken, das wird da sein, wo er auch anhält. Wir gucken trotzdem. Give way to the 787 from the left after continue November 8, Lima, Lima 3, Lufthansa 1 Whiskey Uniform. So, wir fahren schon mal ganz langsam los. Packbremse raus. Hold short of November da. November 7 ist dann auch der erste. Also den ersten und dann an dieser Linie anhalten. Ich lasse das mal hier, auch wenn es ein bisschen nervt, kurz an. Damit wir da nicht jedes Mal so lange suchen und zoomen müssen und so weiter und so fort. Wenn es doch nur ein richtiges, schönes Frankfurt von OrbX gäbe. Take-off Config Test. Normal. Bisschen Schub rein. Lufthansa ist auch vor Whiskey Continue bei November 7 and November to Holy Port Runway 18. So, den ersten haben wir gesagt. Er stand irgendwie am zweiten. Gucke ich nochmal nach. Ja, ist der erste. Oh. War das für mich?
Kayak 443, that's Squawk 2007. And switch to Unicorn 122, decimal 8, bye bye. Okay, Squawk should be certain, we'll switch Unicorn for Kayak 443. Jetzt habe ich nicht gehört, ob er uns gemeint hat. Ja, hier, it looks like still not that interestingly. Ah, okay, thanks. Lufthansa 04 Whiskey? Dies dient ihrer eigenen Lufthansa 04 Whiskey? Ja, 04 Whiskey, continue right on November now, to 21 Runway 18. Right on November, holding 18. Markieren den Weg zu den Notausgängen. So. Geht das hier alles so ein bisschen right und November ist dann trotzdem schon hier, ne? Okay, ja. Den habe ich ihn tatsächlich überhört gerade, als ich gequatscht habe. Das ist tatsächlich gar nicht so leicht, selber zu reden und da noch zuzuhören. Okay, aber er war ja nicht unfreundlich, aber sehr, sehr nett und hat das einfach nochmal für mich wiederholt. Danke dir auch, guten Flug, tschüss. So, bisschen Schub rein. Dann können wir das. Unicorn 1-2, das war nicht Lufthansa One Whiskey Uniform, danke, ciao. Und 10, denke man, kann man schon machen. Kann man schon machen. Bitte so 20 versuchen. Wir sind hier nicht so schnell unterwegs. Also ab und zu, wenn man mal hier ist, sieht man, die fahren hier nicht. Also sie fahren hier keine Rennen. Aber ich versuche trotzdem mal. Wir haben schon wieder relativ viel Zeit jetzt für den Startup. Aber ist natürlich auch mit einer der spannendsten, das alles vernünftig hochzufahren und mit ein bisschen ATC. Aber wahrscheinlich jetzt während des Fluges dann leider keine. Dann würde ich dann WATSIM auch ausmachen. Und wir landen dann mit FSLTL, dann haben wir ein bisschen Traffic in Graz. Ist während des gesamten Aufenthaltes an Bord verboten. Schalten Sie jetzt bitte alle elektronischen Geräte aus. Nehmen Sie sie erst wieder in Betrieb. Was hat er mit den Aiders? Ausgeschaltet worden sind. Welche Geräte Sie dann benutzen dürfen, entnehmen Sie bitte den Informationen. Dann sind Sie auch vorwiegend auf der DC Online Unicorn 122 Desperate. Have a good flight. Bye-bye. Zusätzlich die Lufthansa 04 Whiskey switching to Unicom 122 Decimal 8. Vielen Dank für ATC, mach's gut, tschüss. Für weitere Informationen steht ebenfalls das Lufthansa Magazin zur Verfügung. 122 Decimal 8. Schade, das heißt, er macht dann aber konsequent, es ist auch spannend, ne, zu lernen. Also er ist jetzt ja Ground. Das heißt, das alles, was dann ab Tower ist, übernimmt er nicht. Weil spannenderweise, manchmal, wenn der Tower online ist, übernimmt er alles. Bei den etwas kleineren Flughäfen. So, wir sind schon wieder extrem langsam. Bisschen Schub rein. Cabin is ready. Oh, ein bisschen schneller hier. Dem hinterher. Das reicht. Also ansonsten kann ich wirklich empfehlen, zum Beispiel am Wochenende mal vormittags hier in Frankfurt. Da ist meist ATC in München und Frankfurt ATC online. Es ist aber nicht so viel los. Wenn man also neu ist bei WATSIM oder sich immer noch so benimmt wie ich, dann ist es eigentlich ganz gut. Man hält sich so ein bisschen aus diesen Events raus, bis man noch sicherer ist. Und die Linie ist irgendwie so mittelmäßig gut gerade gezogen, oder? Nö, das ist... das war so ein Montag. Sonntag war derjenige noch auf einem 80. Geburtstag. Da wird viel Schnaps getrunken bei den etwas älteren Leuten. Und so sieht die Linie dann eben aus, ne? In Frankfurt Traffic, Lufthansa One Whiskey in die Form Landing up Runway 25 Center. Die Lufthansa One Whiskey ist checking off on a 18 zu
Na, jetzt müssten die beiden eigentlich aufpassen, weil gleichzeitig aus der 25 Center und der 18, da gibt es irgend so eine Regel, erst wenn der eine irgendwie... Na gut, spielt ja keine Rolle, er ist jetzt einfach los. Das hat Elmo-Radar mal erklärt, dass es da so ein paar Regeln gibt, wie die 25 und die 18 miteinander umgehen. This flight is a no-smoking flight. Smoking is strictly prohibited at all times while on board this aircraft. In accordance with legal requirements. Aber ja, auf Unicom ist ja sowieso ein kleines bisschen Wilder Westen. Frankfurt Traffic, Lufthansa One Whiskey Uniform, taking off runway 25 Center, Frankfurt Traffic. So, wir bleiben hier stehen. Before Takeoff Checklist, Engine haben wir alles, Terrain on ND geht an, Wetterradar geht an, Predicted Windshield geht an, TCAS geht auf TA, Noselight, Strobes geht an, Noselight auf Takeoff, das alles auf Takeoff. Das haben wir. Strobes haben wir, das haben wir. Können wir mal rausgucken und wir den Kumpel sehen. Er müsste jetzt ja hier irgendwo losstarten. Da. Und wir sind auch ready. Frankfurt Traffic, Lufthansa 04 Whiskey lining up runway 18. Okay. Bin ja nicht so der, ich gebe es offen zu, ich bin nicht so der Riesenfan von Unicom. Aber ja. Müssen wir durch. Okay. Ich würde sagen, wir haben alles. Dann sagen wir noch Bescheid und dann legen wir los. Frankfurt Traffic, Lufthansa 04 Whiskey, taking off runway 18. Schub auf 40%. Chrono. Schub stabil. Manflex plus 63, SRS Runway, out of thrust, blue. Airspeed alive. Eighty knots, neutral. V1, rotate. Positive climb gear up. Und ich mache das Flugzeug etwas leiser. After Takeoff Checklist. Autopilot 1 ist engaged. Lever off climb. Passt. Und das schon bei 1330. Landing Gear up. Flaps machen wir auf 1. Das machen wir aus. Engine Mode Selector ist auf normal. TCAS ist auf TARA. Jetzt. Wir drehen links bei. Bei uns ist ein bisschen Wasser, da müssen wir gleich mal aufpassen wegen Anti-Eis. So, bei S-Speed nehme ich den Spoiler ganz rein. Gucken mal, ob wir da hinten den Flughafen noch sehen. Müssten wir doch eigentlich so ganz gut sehen. Ja, Frankfurt ist schon, ich finde ihn als Passagier nicht so dolle. Klappen wir ein. Flaps clean. Um ehrlich zu sein, wir haben eine Speed Restriction. Hier vorne hatten wir die auf 220. Die hebt sich jetzt hier schon mal auf. Wir sind nur kurz unterwegs, also lasse ich die Cabin Crew schon mal aufstehen, weil wir nur noch geradeaus fliegen. Jetzt hier keine großen Kurven.
Hier ist unsere 4000er Restriction. Also stelle ich jetzt gleich mal unsere 230 ein. Climb Wire Sit. Und dann geht's los. 250 wird gehalten. Bono ist an. Und wir gehen in die Wolken bei. Machen wir mal Engine Anti-Ice an. QNH Standard. Standard. Und hier kann man es, glaube ich, nicht umstellen. Zumindest weiß ich nicht wie. Müssen wir es von Hand auf 10, 13 stellen, ne? So könnten wir es machen. Okay, also. Ich würde sagen, erfolgreicher Start. Ein bisschen ATC. War schon in Ordnung. Ich fliege jetzt mal eben nach Graz. So schnell geht das tatsächlich nicht. Eine Stunde wird es ungefähr dauern. Oder, wir sind schon drüber. Ja, warten wir noch kurz, dann können wir das Engine Anti-Ice, das Engine Anti-Ice wieder ausmachen. Zack, und was ich auch gleich mache, ich mache die Lichter aus, weil ich will auf keinen Fall eine Penalty kriegen von APL. Meine Meinung zu den Lichtern kennt ihr ja. Der Rest passt. Wenn wir 10.000 durchbrechen, mache ich auch die Passenger Signs aus und dann bin die hinten schon mal wieder auf Toilette. Und dann können wir gleich auch mal, das können wir noch zusammen machen. QNH in Graz. 9. Temperature 11. Wind. Oh ja, 350 schräger 9. Wir landen auf der 340. Aber gut. Transition Level 10.000. Dann gucken wir uns nochmal die Minimums an. LOWG. Approach. ILS. ILS. 1292. 1292. Und ich schreibe mir gleich mal die wesentlichen Sachen hier auf mein Chart auf. Also die Frequenz ist 110.9 ILS Interception Altitude. Tatsächlich 3500. Interessant. ILS Minimum haben wir gerade gehabt. 1292. ILS Heading 344. Interception Waypoint. Der hat jetzt keinen richtigen Namen hier. D7.5. Das ist aber kein richtiger Waypoint. Und ILS ist OIG. OIG. So, und dann haben wir das schon mal. Wir können mal gucken. 344, ob wir ein Offset haben. Nein, 344. Also ILS zeigt genau in die Richtung. Das ist auch angenehm. Wir kommen aus der Richtung, können dann versuchen über Bravo oder Charlie abzurollen und bin dann hier irgendwo parken. Cool. So, dann müssen wir noch RATNAV, ILS Frequency OEG 110.9, cross-checked, jawohl, passt. Okay, so. Seatbelts aus und der Kapitän hat die Gurtzeichen ausgeschaltet. Sie können nun Ihren Switching Panel, das google ich gleich mal. Ich würde sagen, hier machen wir den Cut. Ah, hier brauche ich nochmal eine neue Ansage. Wer da eine bessere hat, kann mir gerne mal per Discord schreiben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir machen einen Cut. Bis gleich zum Approach. Zurück im Approach. Wir sind aktuell auf dem Weg zu 10.000 Fuß. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber noch sieht alles gut aus, 7,6. Also hier ist alles noch tief genug unter uns drunter, kein Problem. Die Approach-Daten haben wir zusammen eingegeben. Der Fehler, der hier stand, ist übrigens dadurch gekommen, dass ich hier wohl aus Versehen an diesem Switching-Panel, wenn man das einfach mal vernünftig liest, das ist das Switching-Panel, ADS switched, muss ich irgendwie gegengekommen sein, habe ich nicht gemerkt.
So, hier ist doch schon. Auf jeden Fall ein bisschen näher der Boden. Ne? So, 11.000. Bei 10.000 müssen wir dann auch wechseln. Ich habe auf TA-Only gestellt, weil FSLTL jetzt an ist und ich nicht will, dass er wegen jedem AI-Flieger hier anfängt, irgendwelche panischen Manöver durchzuführen. Activate Approach Phase brauchen wir noch nicht. Was wir schon mal machen können, theoretisch ist Outbreak Mate. Das ist kein Problem. Und wir machen dann gleich die Lichter, wenn wir hier auf 10.000 sind. Also, Lichter, 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 Seatbelt Signs, come on. Und wir stellen unsere Interception Altitude ein, die ich mir dankenswerterweise aufgeschrieben habe, mit 3.500. Baro geht auf normalen Wert, zack, und zwar 10.10. Zack, 10.10. Muss mal gucken, ob hier auch alles stimmt mit der Aufnahme. Jawohl, okay, so 10.10. 10.10. So. Wir sind schon relativ nah dran. Deswegen würde ich mal anfangen zu bremsen. Activate Approach Phase. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie haben es eben gehört. So, wir sind auch in der Initial Approach Phase. Daran kann man sich auch so ein kleines bisschen orientieren, tatsächlich bei APL. Und da wir langsamer werden müssen, kommen mal ein paar Speedbreaks dazu, ungefähr auf die Hälfte. Damit wir überhaupt eine Chance haben, unsere Geschwindigkeit abzubauen. Wir müssen nämlich hier nur noch rum und dann da rein. Das sind noch 15 und das dann wahrscheinlich noch so 8 oder 9. Also wird's schon mal an der Zeit. Ich möchte gerne hier irgendwo schon fast voll konfiguriert sein. Das wäre so mein Plan. Das ist die Idee. Und meine Kolleginnen werden die Kopfhörer einsammeln. Ich möchte Sie bitten, die Kabel nicht einzuwickeln. Vielen Dank. Das ist alles in Ordnung. Ich gebe noch ein bisschen mehr Speedbreak, denn ich möchte gleich noch einen weiter sinken. Und Klappen 1 geben. Na, noch sieht man nichts. Gut. Das wird dann schon, ne? Merkt man schon. Also so ein Airbus, der segelt. Der segelt, der segelt, der segelt. Klappen 1. War nicht viel. Nicht schnell genug. Aber auch das hilft wieder ein kleines bisschen Speed abzubauen. Wir sinken natürlich auch ganz ordentlich. Schon in Ordnung. Okay. Landing Lights set. Passenger Signs set. Ultimators Local. Ja, Ground Spoilers Arm machen wir noch nicht. LS Mode. Puh, warum eigentlich nicht? Da sieht man schon, wie nah wir dran sind. Hier möchte ich schon mit Klappen 2 rein düseln. Train on and D ist schon an. Und hier sieht man, der Wind, der kommt also tatsächlich aus der Richtung. Klasse, 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 klasse. So. Das passt alles, das passt alles. Wäre schon schön, wenn du noch ein kleines bisschen langsamer werden könntest. Und ich nutze jetzt das tatsächlich schon mal und gebe Klappen 2. Einfach, damit wir ein bisschen langsamer werden. Ich will die Speedbrakes wieder reinfahren. Da hilft uns Klappen 2 auf jeden Fall ordentlich bei. Ah, sieht man jetzt hier auch. Weil das, glaube ich, wo die Geschwindigkeit in 10 Sekunden wäre. So ist das, glaube ich, immer gedacht. Vielen lieben Dank. Noch was? Nee, cool. Speedbreaks gehen wieder rein.
Na, ich sehe immer noch nichts. Aber hier passt das alles ganz ordentlich. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben die Geschwindigkeit, das haben wir auch alles. Super, super, super. Das ist eingestellt. Jetzt werden wir auf jeden Fall, dieses Mal werde ich es anders machen. Dieses Mal nehme ich rechtzeitig den Autopiloten raus und fliege den Flieger von Hand rein, in der Hoffnung, dass das vielleicht die Fehler der letzten Male waren, dass ich einfach zu lange in irgendwelchen Außenpositionen bzw. Kamerawinkeln geblieben bin. Was ist mit dir? Okay. Drehen uns ein. Das passt. Hier kommt dann wahrscheinlich gleich der Gleitslope, der Localizer. Bin immer noch nix. Ist die Wolke davor. Hier. Da kommt der Localizer. Lokstar. Und Localizer, Approach Mode, Glide Slope, Star und Glide Slope. Wunderbar. So, wir sind 2,4 drunter. Dann geht das Fahrwerk raus. Klappen 3. Spoilers arm. Speed checked. Flaps vor. Final approach checklist. Autobrake set met. Spoilers arm. Landing gear down. Flaps full. Speed V approach. Der Wind kommt von vorne. Und Autopilot geht aus. Master Caution Warnung auch. My plane. Also, der Captain A320 hat mal erklärt, man macht den Autopiloten nicht hier aus, sondern man macht den hier über diesen Button aus, den ich ja an meinem Joystick habe. Bisschen runter. Von daher verstehe ich nicht, wieso das hier immer diese Warnung gibt. Im Fly-by-Wire gibt es die nicht. Bisschen nach rechts. Hier gibt er jetzt auch einen Fehler aus, ne? Nur weil ich den Autopiloten ausgemacht habe. Für die Landung stellen Sie bitte Ihre Sitze senkrecht und klappen Sie die Tische wieder zurück. In First und Business Class vergessen Sie nicht die Monitore und die Fußstütze. Ziehen wieder hoch. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, for landing, please both the backrest of your seat in an upright. Ich würde ganz gerne ein bisschen tiefer reinkommen, weil ich vermute, ich werde ein bisschen floaten. Wir werden es sehen. Abis sind zwei weiß, zwei rot. 1000. So weit, so gut. Noch ein bisschen tiefer. Drei weiß. Sind es wieder zwei. So, jetzt bin ich ein bisschen dolle tief. 500. Der Rest passt. Bisschen noch nach rechts. Soweit, so gut. Ich orientiere mich an den Papis. Passen aber zum Glide Slope Indicator. Das ist schon in Ordnung. 300. 100 above. 200. Minimum. Continue. Na komm. Nose down gently.
Reverse. Heady Nuts, Reverse Neutral. Auto Brake Off, Manual Brake. Und wir vacaten hier vorne gleich. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir dürfen Sie bitten, zu Ihrer eigenen Sicherheit noch so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben. Speed Brakes rein, Spoilers rein. Jetzt. Wir möchten uns an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, hoffen, dass Ihnen dieser kurze Flug mit uns gefallen hat und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt bzw. eine angenehme Heim- oder Weiterreise. Okay, wir bleiben hier stehen, ich bin alleine. Auf Wiedersehen. Parkbremse geht rein, von oben nach unten, Landelichter aus, Strobes aus, das auf Taxi, Master Switch geht an, das geht an, Train um ND aus, das aus, das ist drin, das geht aus, Strobes, Landing Light, Taxi Light, Plaps, Ground Spoilers, Wetterradar, Predicted Windshield, Terrain ND, TCAS, APU, APU, Start. Okay, dann hätten wir gerne einen Platz. Einen Platz an der Sonne. Okay. Hier hängt irgendwie der... ich würde gern den hier oder... Ich hätte gern... Was finde ich denn gern? ESX. East Parking, Nord Parking, Northeast Parking. Und die Sekunde haben wir jetzt auch noch. Airport Chart. For Parking Details. Okay. Taxi Parking Stands. Apron Fried South Apron, Main Apron 1, 2, 3. Okay, also entweder eine von denen oder hier irgend so eine 20er Geschichte hätte ich gerne. Ist X. Erstmal hier. 2. Large GR Ramp Walking No Bus. Ja. The requested position is already assigned to another aircraft. Möchtest du dieses Parking trotzdem? Ja. Warte mal, wenn ich das jetzt nochmal mache. Nehmen wir den. N24 Walking in No Bus. Follow me? Nein. So, Handling bei Flughafen Wien AG, perfekt, Parkbremse geht raus. Ja, wie war die Landung jetzt? Also es fühlte sich alles auf jeden Fall viel kontrollierter an. Das, was ich eigentlich machen wollte, war lange im Autopilot zu bleiben, damit ich viel Außenperspektive zeigen kann. Aber ich glaube, die letzten 4-5 Meilen, ich muss mich einfach ein ganz bisschen an das Flugzeug gewöhnen, damit ich dann die richtigen Eingaben machen kann. Ja. So, jetzt guckt mal hier, das ist die Orb X Premium Szenerie. Dazu kommt auch noch mal ein eigenes Video. Der Tower hier, der ist animiert. Seht ihr das? Das ist richtig klasse. Das ist eine total coole Szenerie hier in Graz. Wir werden definitiv auch mit On Air hier noch mal herkommen. Auf jeden Fall. So, Eurowings, Air Baltic, ist das ein schöner Flughafen, ne? Hier die Bodentexturen, einfach top. So, was habe ich jetzt überhaupt ausgesucht? 24? Okay. Finden wir schon. 1, 2, 3 sind wirklich nur 3. Und der hier steht hier, glaube ich, immer. Das ist ein Szenerieflieger. Na, das finde ich so mittel, ne? Das ist ja zum Beispiel in Innsbruck auch. Da ist das ja auch
Da stehen auch ein, zwei Flieger rum, die da nicht weggehen. Und der hat auch nicht so viele Parkplätze. Und hier dann einen direkt da vorne zu nutzen, finde ich ein bisschen schade. Aber okay, wir wollen uns mal nicht beschweren. So, leichter Regen. Did no one ever. So, 20, 21. Mhm, 22. Ist wahrscheinlich schwierig, wenn da der Herr Dolomiti-Typ steht, oder? Dann müssen wir... Ah. Mal sehen, ob der alleine verschwindet, sonst mache ich FSLTL einfach aus. An 23 und 24 kann natürlich keiner stehen. So, wartet ganz kurz. Und dann ist es unser Parkplatz. So, ein bisschen noch rüber. Cool mit dem Regen. Ast rein. Tut mir natürlich jetzt leid für die Passagiere, dass sie im Regen raus müssen. Kann ich natürlich so richtig auch nichts für. Ja, von der Lufthansa auch noch fürs Wetter verantwortlich sein hier. So, da rollen wir ganz entspannt rein. Auch nicht. Noch ein bisschen Schub geben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ich mach gar nichts, 3, 2, und stopp, Bremse geht rein. Parking at Gate Checklist, Parking Brake Set, müsst mich mal ganz kurz... Bleed geht an, Taxi-Lichter gehen aus, die hätte ich vorher schon ausmachen sollen. Mist, das muss ich mir noch angewöhnen. Chrono habe ich auch nicht ausgemacht, Blocktimer mache ich mal aus, also Flugzeit war ja irgendwie so knapp über eine Stunde. Dann passt das auch, Engines Cut-Off. Und dann geht der Beacon aus. Seatbelt Signs. The boarding requested. Mach das mal. Few pumps. Cockpit Doors. Unlock. Gut, wir gucken nach draußen. Hier geht's aber los. So, wisst ihr was? Und jetzt mache ich mal ganz kurz FSLTL einfach wieder an. Der sollte uns ja jetzt keinen Flieger hier direkt hinstellen, dass wir ein bisschen mehr hier noch haben. Gucken, ob das klappt. Das mit den Treppen finde ich schon mal richtig klasse. Waiting for your action. Open one left, one right. Nein, das macht er alles alleine. So, jetzt bin ich mal total gespannt. Jetzt steht die Air Dolomiti hier, genau, perfekt. Hier steht noch eine Star Alliance. Guck mal rein. Ach, hier steht ja auch jemand. Wie nett. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh, ich stehe ja hier völlig falsch, ne? Ich soll eigentlich hier stehen. So, tschüss.
in groß. So. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. So, dann gucken wir mal, würde ich vorschlagen. Minus 19. Fühlte sich auch echt schön an. Fühlte sich echt schön an. Eine Stunde 5 glatt. 80 XP, 100er Score, minus 19. Ich bin sehr zufrieden. Bin sehr zufrieden. Das ist, ja, jetzt endlich mal eine vernünftige Landung in dem Flieger. Hat ja auch nur 10 Videos gedauert, gefühlt. Gut, dann gehen wir nochmal raus und gucken uns das von hier aus an. Und das sieht einfach nur so klasse aus. Wie die hier alle rausgehen. Wo gehen die jetzt eigentlich rein? Die gehen auch wirklich da rein, ne? Absolut Weltklasse. Kriege ich denn... Ah, den Tower, alles kriegt man nicht, ne? Man Graz noch erkennt? Ne, wahrscheinlich ja nicht. Naja, ist ja auch egal. Also, das Video ist schon wieder viel zu lang. Um geilen Gott, ich schwafel hier vor mich hin. Wer zu diesem Zeitpunkt noch geguckt hat, schreibt mir bitte mal ein Plus in die Kommentare, damit ich mich darüber freuen kann, dass es jemanden gibt, der dieses Video bis zum Ende geguckt hat. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wenn ihr selber fliegt, fly safe, always happy landings. Macht's gut, bis dann. Tschüss.